Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Cold War Zombie Video möchte ich euch einen Glitch zeigen auf der Map Die Maschine, wie ihr ganz easy und ganz chillig in Hirons gehen könnt. Hierfür braucht ihr den Dr. Rutscher Perk mindestens auf Stufe 3 und ich würde euch empfehlen, Eselstritt mitzunehmen auf Stufe 2, damit ihr unendlich Munition bekommt. Ihr könnt am besten ein Zombie am Leben lassen und den Krawallstarter einmal anmachen am Spawn, damit die Runden noch viel schneller vergehen, weil die Zombies spawnen dann sehr viel schneller und rennen auch viel schneller zu euch. Und wenn ihr das dann alles habt, Leute, macht eure Waffen fertig, begebt euch hier unten zur Krankenstation. Denn wir wollen nämlich jetzt hier durch diese Wand glitschen. Nehmt am besten ein bisschen Anlauf, Leute, sprintet und ab hier ungefähr springt ihr ab und haltet die Rutschentaste gedrückt. Und kurz bevor ihr den Boden berührt, so wie bei mir, drückt ihr auf die Pause-Taste. Und wenn ihr die Pause-Taste wieder wegmacht, dann seid ihr hier in dieser Wand drinne. Und die Zombies versammeln sich vor euch und ihr könnt sogar die Power-Ups hier aufheben, sofern die nah genug an der Wand spawnen. Und falls ihr euren Eselstritt auf mindestens Stufe 2 habt, solltet ihr auch keine Probleme mit Munition bekommen, weil die Zombies immer wieder Magazine droppen und ihr halt so immer wieder Munition nachladen könnt. Falls ihr nur auf Hirons gehen wollt und keine Waffen leveln wollt, dann könnt ihr auch die Wunderwaffen mitnehmen mit den Nova 5 Aufsatz und so auch ganz chillig in Hirons gehen, Leute. Wenn ihr hier wieder raus wollt, benutzt einfach euren Ätherschleier mindestens auf Stufe 3 und ihr teleportiert euch nach draußen, um zum Beispiel eure Waffen zu verbessern oder Perks zu kaufen. Ich zeige euch das jetzt noch einmal, Leute, wie gesagt, ungeschnitten, damit ihr das nochmal seht. Ich schaffe es auch nicht direkt beim ersten Mal, das erfordert ein bisschen Übung, aber wenn man einmal ungefähr das Timing raus hat, wird das Ganze auch schon viel einfacher. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Ich werde mich hier an dieser Stelle von euch verabschieden. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare und wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr jetzt gerne ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt. Viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!